Genau. Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Medienlupe begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Peter Lewandowski und ihn begrüße ich auch ganz herzlich. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski. Oh, wie schön und welch warme Begrüßung, Herr Müller. Guten Tag. Ich hoffe, Sie zehren die ganze Medienlupe davon, denn mehr Freundlichkeit kommt nicht. Von Ihnen oder grundsätzlich aus dem, im Leben? Also erstmal von mir und das andere werden wir jetzt gleich klären. Freuen Sie sich schon Okay. auf den Wahlkampf? Auf wen freue ich mich? Auf den Wahlkampf? Ja. Ja, ich habe gestern Herrn Merz bei Frau Biosga gesehen und er hat sich ja ganz wacker geschlagen. Nee, ich freue mich nicht auf den Wahlkampf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ein Hauen und Stechen geben wird, so wie wir es noch nie erlebt haben. Und es wird auch keine richtige Auseinandersetzung sein. Der letzte Wahlkampf, der war ja ein bisschen müde mit Herrn Laschet und dann haben sie sich so ein bisschen gegenseitig schwermütig abgearbeitet. Diesmal wird er äußerst aggressiv werden. Und es ist jetzt nicht nur die Frage in der Konfrontation zwischen FDP, zwischen FDP, mein Gott, nee, die werden auch noch Wahlkampf machen. Haben die eigentlich einen Kanzlerkandidaten mit Herrn Lindner? Nee, ne? Also es wird sehr vielschichtig werden, weil die SPD muss natürlich von der CDU was holen. Die haben ja am Wochenende sich getroffen. Raphael Brinkert, der den letzten Wahlkampf gemacht hat, soll versuchen, das Wunder zu wiederholen als führende Wahlkampfagentur, die ja sehr erfolgreich sind. Und es wird einerseits die Auseinandersetzung sein zwischen SPD und CDU, was das Thema Sozialstaat, Bürgergeld und so weiter und so fort anbelangt, Mindestlohn. Und es wird aber auch, glaube ich, keine geschlossene Union geben. Und das wird sehr, sehr spannend werden. Also Herr Söder macht es ja sehr, sehr geschickt, wenn man sich den CSU-Parteitag anschaut, dass er eine Koalition mit den Grünen komplett ausschließt. Herr Merz sagt im Gegensatz dazu ja mit diesen Grünen, aber was sind diese Grünen, die Herr Söder als den Robert Habeck Club bezeichnet? Und wir gehen mal davon aus, dass Robert Habeck vermutlich auch Kanzlerkandidat wird. Also da birgt es einiges an Reibereien. Dann haben wir die Auseinandersetzung mit dem BSW. Wenn man sich mal überlegt, dass die CDU nicht mit der Linken aufgrund ihrer Vergangenheit und auch den linken Kräften, wie zum Beispiel Sahra Wagenknecht damals in der Partei, nicht zusammengearbeitet hat, ja. Und jetzt hat das Ding eine andere Hülle und Sahra Wagenknecht ist vor Ort beim BSW und es werden Gespräche geführt, klar, um eine AfD-Regierung zu wenden, aber es ist alles, irgendwo wird es immer absurder. Und deswegen wird es ein sehr hitziger Wahlkampf, auf den ich mich aber nicht freue, weil wir uns oft in der Medienlupe auch darüber wundern müssen, wie hitzig und wie soll ich sagen, wie hektisch dieser Wahlkampf werden wird. Ich glaube nicht, dass er dazu beitragen wird, dass die Wähler eine richtige Orientierung bekommen, sondern dass sie eher genervt sind und dass andere Parteien mit einfachen Parolen da vielleicht dann doch Tür und Tor verstärkt geöffnet werden können. Lewandowski, dann lassen wir uns zunächst bei der Auseinandersetzung zwischen der SPD und der CDU bleiben oder der SPD und der Union bleiben. Die SPD hat am Wochenende offensichtlich beschlossen, auf Herrn Merz einzuschlagen. Und das, was Sie in einer früheren Medienlupe schon mal angedeutet haben, als er Kanzlerkandidat wurde, richtig, ja, richtig in den Vordergrund zu schieben, nämlich dass der Mann für die Wirtschaft gearbeitet hat, dass er, also sagen wir mal, nicht unvermögend ist. Er hätte selber gesagt, er hätte mehr als 1 Million Vermögen. Er hat ein Flugzeug, das er auch selber fliegt, so keine Maschine da, also keine Boeing, keine Air Force One, Merz One. Dem gegenüber steht nun also der Bundeskanzler mit seiner Respektgeschichte und Ganz alles. stark. Ja, so, das hat ja aber
Also das ist ja eine persönliche Auseinandersetzung und da soll ja jemand persönlich runtergemacht werden. Das ist ja keine politische Aussage, denn wenn man die politische Leistungsbilanz, auch darüber haben wir uns ja x-mal in der Medienlupe unterhalten, von Herrn Scholz ansieht, da ist ja null, zero. Also darauf kann ja niemand bauen. Und jetzt zu sagen, also wir erhöhen den Mindestlohn nochmal, das war ja schon ein Schlager im letzten Wahlkampf. Wir machen eine Steuerreform und dafür nehmen wir nochmal zig Milliarden mehr Schulden auf und die Schuldenbremse kommt weg. Das ist ja alles kein politisches Programm, das Deutschland richtig nach vorne bringt. Das ist ja ein Mikrokosmos, der da beleuchtet wird, aber nicht ein Plan für das große Deutschland. Während Herr Merz auf dem Parteitag der CSU ja als Staatsmann aufgetreten ist und über eine Stunde lang da den weiten Bogen geschlagen hat über viele verschiedene Themen hinaus, bis hin zu einer Rentenreform, bis hin zur Gesundung des Gesundheitssystems und des Pflegeversicherungssystems, alles Dinge, die bei der SPD gar nicht vorkommen. Kann denn so etwas bei den Leuten verfangen, wenn da wirklich nur sozusagen auf die Krawatte eingeschlagen wird, aber auf Inhalte gar kein Wert mehr gelegt wird? Ich glaube, dass die Leute mittlerweile so ein bisschen daran gewöhnt sind, ne? Weil Politiker-Bashing ist jetzt ja nicht neu, wenn wir an den letzten Wahlkampf denken, wie sowohl Herr Laschet als auch Frau Baerbock, vorher Frau Baerbock, am Nasenring durch die Manege gezogen worden sind. Das war schon alles ziemlich, ziemlich heftig. Und da ging es jetzt nicht nur um Plagiat und politische Themen. Und wenn man sich Grünbashing anguckt mit Ricarda Lang, wenn man sich aber auch zum Teil auch Markus Söder-Bashing, Wendehals, und dem kann man doch sowieso nichts glauben, und die tragen ja auch alle so ein gewisses Image vor sich her. Das führt auch weiterhin zu einem Verdruss, glaube ich. Ja? Also, dass man nicht, wie soll ich das sagen, dass man nicht auch zu einem Politiker, ich will jetzt nicht sagen aufschaut, aber den auch für integer hält in der Orientierung. Und dass man sich da auch ein Stück zurücknehmen müsste und vielleicht auch staatsmännischer agieren müsste, wäre vielleicht ganz interessant. Ja? Das wird in diesem Wahlkampf aber nicht passieren, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Da gibt es ja eine Partei, die Frau Merkel schon damals jagen wollte, als sie in den Bundestag gekommen ist. Die haben auch ihren Beitrag zu dem Verrohung der Sitten beigetragen. Und das, was Scholz meint mit dem Anstand, ja, der ist natürlich im politischen Prozess auch komplett verloren gegangen. So. Und das ist nicht schön. Vielleicht versteht man sich untereinander da noch ganz gut, wenn Herr Merz dann gestern erzählt, dass er Kevin Kühnert geschrieben hat und dass er den immer eigentlich ganz beeindruckend fand, wie jung der schon Karriere gemacht hat und so. Ne? Dann fragt man sich dann auch, ja, und sonst schlagt ihr aufeinander ein, und aber hinter den Kulissen seid ihr doch vielleicht ganz so vertraut wie in der Bonner Republik und lacht euch ins Fäustchen, oder was ist da Sache? Ja? Und es geht natürlich an den Sachthemen vorbei. Aber das Interessante jetzt ist, wo werden die gemeinsamen Schnittmengen sein? Und bei der CDU und bei der SPD gibt es eine Schnittmenge. Und das sind die Schulden. Und ich glaube, dass es da einen großen Kompromiss geben wird, weil natürlich auch Herr Merz 30 Milliarden für die Bundeswehr, der ist ja jetzt noch im Träumeland, ist ja auch alles in Ordnung, kann wahnsinnig viel versprechen, hat die SPD damals auch gemacht, auch nicht alles einhalten können, weil es ja auch einen gab, der da immer auf der Bremse in irgendeiner Form stand. Das ist alles nicht optimal gelaufen. Und wenn die sich hinter den Kulissen irgendwann im September nächsten Jahres vor der Wahl, und die Umfragen sind weiterhin so eindeutig, wie sie jetzt wären, dann wird man sich vorher schon unterhalten, um nicht ein endloses Gerangel und sich finden nach der Bundestagswahl zu haben. Also es das heißt, die nächste Regierung muss schnell agieren und sie muss handlungsfähig agieren. Das ist die große Herausforderung, sonst passiert noch mehr Verdruss. Und wir müssen gegen diesen Verdruss in irgendeiner Form arbeiten. Lewandowski, ich war leider verhindert und konnte live nicht in Welt-TV die Debatte zwischen Frau Weidel und Frau Wagenknecht ansehen. Ich habe mir das dann gestern angetan und
Also ich weiß nicht, also da habe ich hingeguckt, wie man auf Dinge guckt, die man eigentlich gar nicht sehen will und trotzdem die Augen nicht abwenden kann. Diese beiden Frauen, die da gesprochen haben und von dem Welt-TV-Senderchef, Herrn Burkhardt, auch kaum irgendwie eingehegt wurden, kann man dafür eine Stunde Fernsehzeit draufgeben, um die sozusagen, um denen so eine Dauerwerbeschleife zu geben, wenn man als Moderator nicht in der Lage ist, offensichtliche Fehler, offensichtliche Falschbehauptungen, die dort in den Raum gestellt werden, zu korrigieren? Also A muss man jetzt erstmal sagen, dass es weder in einem der großen privaten noch in den öffentlich-rechtlichen Sendern gelaufen ist. Und jetzt wollen wir einem Kollegen nichts unterstellen. Aber Nutznießer von dieser ganzen Geschichte, so wie bei dem ersten Duell auch im Zusammenhang mit der Wahl in Thüringen, ist natürlich Welt-TV. Jetzt, Herr Müller, wer kennt Welt-TV? Das ist ja, das spielt sich ja im niedrigsten Makro, Mikro, Makro, was weiß ich, Bereich in irgendeiner Form ab. Und dieses Interview hat zu einer medialen Aufmerksamkeit gehört, die wesentlich höher war als bei Herrn Höcke und bei Herrn Vogt. Vogt heißt er, glaube ich, ne? Der in Thüringen, man vergisst ja auch schon die Namen, das ist ja alles ganz schrecklich und so. Und ansonsten ist das wie Zirkusmanege. Ja? Das ist traurig, aber wenn wir nach Amerika gucken, das ist ja noch trauriger. Und wenn wir uns dieser Kultur weiter anpassen, mittlerweile haben wir ja in Amerika schon Attentate, wo der Attentäter noch Kilometer weit entfernt ist, wo man schon das Gefühl hat, Trump hat da nochmal was organisiert oder sonst wie irgendetwas. Aber ich verstehe die Leute, die jetzt nicht AfD wählen, sondern die Leute, die sich aus der Politik immer mehr innerlich auch tatsächlich zurückziehen und sagen, sie wollen damit nichts mehr zu tun haben. Und ich verstehe auch die Leute, die auch immer häufiger sagen und auch jetzt keine bornierten Menschen, die dann auch sagen, ich lese nur noch die Überschriften in den Zeitungen. Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Ich fühle mich in der ewigen Wiederholungsschleife. Und wie wir aus diesem Verdruss rauskommen sollen, das ist mir momentan ein absolutes Rätsel und das wird immer schwieriger. Und dafür habe ich jetzt erstmal kein Rezept. Aber was Frau Weidel und Frau Wagenknecht angeht, vielleicht zerfleischen sich gegenseitig mal noch so ein bisschen. So. Also sie haben ja auch beide keinen souveränen Eindruck in irgendeiner Form hinterlassen. Frau Wagenknecht ist ein Politprofi, die natürlich noch ein bisschen mehr. Die hat ja bisher nichts anderes gemacht als reden gelernt und zwei, drei Bücher geschrieben und dann ist sie von Oskar noch gecoacht worden, aber hat ja nie auch Verantwortung gehabt in irgendeinem Bereich. Und Frau Weidel ist, ja, hat sich versucht, in dieser ganzen Gemengelage in dieser Partei weiter zu halten und zu behaupten und jetzt auch Kanzlerkandidatin zu werden. Da ist ja auch keine eigene Programmatik. Ja? Die Frau hat ja ein wunderbares Privatleben, ist mit einer Migrantin zusammen, hat mit der zwei Kinder, entspricht nicht im Entferntesten dem Weltbild der AfD und schafft es trotzdem. Herzlichen Glückwunsch, das ist auch alles super. Kann man nur sagen, von deinem Lebensstil her bist du in der falschen Partei. Eigentlich müsstest du bei den Grünen sein. Oder die Ne? Partei ist viel weltoffener, als man manchmal vermittelt bekommt. Ja, klar. Aber es von Herrn Höcke ist nur ein Trick, weil wir haben mal irgendwann beschlossen, nach einem langen Abendessen, wir gründen die Löwenpartei. Das ist 10 oder 15 Jahre her. Und dann haben wir dann beschlossen, jeder, der einen ausländischen Pass, nicht sogar einen ausländischen Nachnamen hat, dem wird mehr Geld vom Lohn einbehalten von den Firmen und das wird dann finanziert für Grenzsicherung und all solche Sachen. Ne? Also ein zutiefst nationalistisches Programm und der Plan war gewesen, dass wir dann gewählt werden und nach der Wahl sagen, das war alles ein Spaß gewesen, das war ein Hoax, wir haben euch alle reingelegt und so. Dummerweise war da einer in dem Laden, in dieser Diskussionsrunde, der hat am nächsten Tag in seinem Unternehmen, der war in einer höheren Position, so aus Spaß einen Brief aufgesetzt.
wo er schon mal alle Mitarbeiter gewarnt hat, was auf sie zukommen könnte. Und das Unternehmen fand das gar nicht so lustig. Der ist fristlos gefeuert worden. Das war echt ein bisschen blöd. Ich glaube aber nicht, dass Herr Höcke jetzt der Clown ist, der sich dann auf einmal als der große Menschenrechtsaktivist nach der Wahl zeigen will. Also ich finde die Idee der Löwenpartei sehr sympathisch, aber sie ist auch ein bisschen diskriminierend, denn sie würde mich ja nicht zulassen als Mitglied. Sie ist genauso eine Kaderpartei wie das BSW, denn ich habe ja nun wirklich einen Nachnamen, der nicht irgendwie nach Ausland klingt. Aber Nee, ja. vielleicht kann ich ja noch mal heiraten und irgendwie eine Mohammed Doppelnachbar. Ali heiraten oder so. Oder Sie können mich heiraten. Sie heißen dann Müller-Lewandowski. Wäre doch auch ganz hübsch. Da gibt es andere Gründe, die dagegen sprechen, Herr Lewandowski. Aber sonst danke für das Angebot. Sehr lieb von Ihnen Gerne. und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Schönen Tag.